Zods erstes Ziel nach seiner Befreiung aus der Phantomzone, der Sieg über Superman, war erreicht. Jetzt konnte er seine Rachepläne verwirklichen. Seine Zeit in der Phantomzone gab Zod Gelegenheit, ihre Geheimnisse zu lernen. Er hatte sogar von einem ihrer Einwohner gelernt, kleine Teile davon heraufzubeschwören. Nachdem er Superman in ihre den Geist betäubende Ödnis verbannt hatte, nahm Zod den Posten des Hohen Rates ein und begann, die Erde nach dem Vorbild des großen Kryptons neu aufzubauen.